Hoffentlich kommen wir genau im gleichen Portal raus, das wäre am besten. Und da drunter könnte man einen Raum machen, wo Villager sind, die hier lang voll sind, dann haben wir echt so viel Stuff, dass du das nicht mehr beschreiben kannst. Ja, Leute, und damit jetzt willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, wir befinden uns heute im Nether. Ihr seht es schon im Inventar, ich habe ein Feuerzeug geholt und ein bisschen neuen Cobblestone. Denn wir haben ja noch nicht genügend Quarz leider, weil wir einfach arm sind. Und das Design und so müssen wir später vornehmlich wirklich jetzt erstmal nur die grobe Grundform bauen. Nein, aber das Ding ist, was wir heute machen wollen, ist nämlich zu gucken, ob uns das Nether-Portal nach Hause bringt oder in irgendeinen anderen Ort, wo wir nicht hinwollen. Denn wir haben das ja letzte Folge gebaut und da will ich wirklich mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ab geht's. Gucken, hoffentlich kommen wir genau im gleichen Portal raus, das wäre am besten. Wir kommen exakt im gleichen Portal raus. Okay, sehr gut, dann funktioniert das nämlich. Heißt, der Plan mit dem Nether-Portal geht sogar perfekt auf. So, dann gehe ich jetzt... im Prinzip einfach zurück und mache exakt das gleiche nochmal, nur dass wir jetzt oben bleiben und einmal das andere Portal abbauen. Ja, und jetzt bauen wir einfach nochmal schnell das andere Portal ab, weil das passt vom Verhältnis her einfach nicht. So. So, und jetzt die Frage, filtern wir immer noch Goldklumpen oder schon was anderes? Letzte Folge haben wir noch Goldklumpen gefiltert, mal gucken. Immer noch Goldklumpen. Ja, und da sieht man erstmal, wie viel Stuff eigentlich in dieser Maschine ist. Ich glaube, nicht mal die Hälfte ist gefiltert bisher. Nicht mal annähernd, ja, wir haben nur nichts ist gefiltert, Alter. Ja, das wird noch einige Zeit dauern hier, bis hier irgendwas fertig ist. Alter, könnt ihr mal bitte aufhören zu stöhnen hier die ganze Zeit. So, Leute, ich setze hier jetzt einfach schon mal die Half-Slabs, damit wir schon so eine grobe Peilung haben, was ich hier vorhab. Damit ihr es auch relativ wisst. Und irgendwann gehe ich dann nochmal hoch und beseitige den Fusch, den ich letzte Folge verursacht habe. Mann, was habe ich mir denn gestern dabei gedacht? Also wirklich jetzt. Wisst ihr, ich habe mich, glaube ich, sogar darüber beschwert, dass ich immer nur pfusche und wie das passieren konnte, dass es auf der falschen Seite ist. Und ich setze es einfach exakt nochmal auf der falschen Seite. Also wirklich jetzt. Mann, regt mich schon wieder richtig auf. Ich bin so ein blöder Typ manchmal, wirklich. Achso, und Leute, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, ob eine Sortiermaschine Dinge filtern kann, die halt sowas sind wie ein Schwert, wie ein verzaubertes Sword oder irgendwie was in die Richtung. Das Ding ist, die Folgen hier sind vorproduziert, heißt, ich kann es leider erst nach dieser Folge hier, weil nach der Folge werde ich wahrscheinlich erstmal aufhören aufzunehmen, weil ich dann genug habe. Auch wenn ich echt gerade, ich habe gerade so Bock hier, ne Leute, ich habe gerade so Bock zu zocken, aber es geht nicht mehr anders. Die Folgen müssen ja auch irgendwie produziert werden. Das Ding ist, wenn ihr da eine Lösung habt, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr irgendwie, wenn ihr wisst, wie das geht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und in der nächsten Folge werde ich, denke ich, darauf auch dann reagieren. Oder vielleicht auch erst in den kommenden Folgen, da ich da ein bisschen, naja, ein bisschen komischen Rhythmus habe, aber ich denke mal, das wisst ihr ja schon. Ich bin gerade schon wieder in so einer richtig glücklichen Situation. Habe ich auch schon mal vor ein paar Folgen erzählt. Ich rede hier nur noch von irgendwelchen Folgen. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Ich finde das richtig geil, hier einfach gechillt zu bauen, ein bisschen mit euch zu talken, auf ganz entspannt. Ein bisschen hier immer die Welt voranzubringen und vor allem hier bei solchen Fortschritten. Das ist ja gerade, das ist so krass, wenn ich mir vorstelle, dass ich vor nicht mal 20 Tagen oder doch vor 30 Tagen noch verzweifelt bin an einer Kack-Eisenfarm und ich jetzt einfach hier bin und wahrscheinlich bald die Goldblöcke in Massen in der Hand habe. So, irgendwie ist das übelst heftig. Und ja, ihr seht übrigens richtig, der Gang, durch den wir später laufen werden, wird hier 5 Blöcke breit. Vielleicht, oh, was man halt auch machen könnte, falls wir den Platz hier unter uns nicht brauchen, könnte man, wenn wir mal wirklich viel zu krass sind, irgendwie eine Spiegelung einbauen oder hier noch irgendwas drunter bauen, irgendwas Cooles. Vielleicht, oh, man könnte, Alter, das wäre aber schon echt heftig gemein, man könnte hier einen Glasboden reinziehen oder zumindest 3 Blöcke aus Glas machen und hier zum Beispiel, keine Ahnung, was hinmachen. Auf jeden Fall könnte man 3 Blöcke aus Glas machen und darunter könnte man einen Raum machen, wo Villager sind, die hier langlaufen die ganze Zeit. Das wäre bestimmt nice, Alter, das merke ich mir. Das wäre bestimmt richtig, richtig cool. So, jetzt natürlich die Frage, da muss ich jetzt erstmal kurz mal ein bisschen rumtüfteln und probieren. So, theoretisch wäre hier der Block. Genau, da wäre der Block und dann würden hier die Kisten anfangen, ne? Hier so. Genau, dann könnte man, Alter, man kann hier so einen geilen 3x3-Fahrschuh bauen, dass man hier langläuft. Hier. Kannst du dich hier in den Minecart setzen und wenn du nicht willst, kannst du weiterlaufen. Heftig, das wird richtig geil, glaube ich, hier im Nether. Warum baue ich sowas eigentlich im Nether und nicht in der Oberwelt? So genau, und so wäre das hier dann im Prinzip alles aufgebaut, dass man hier überall werden hier Kisten hinkommen, wo alles einsortiert wird. Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, dann keine Probleme mehr mit dem Einsortieren der Items. Und ich kann ja auch dann Milliarden von Jahre AFK stehen, ohne dass die Kisten jemals voll werden. Und falls doch, sind wir reich. Nee, aber dann kann man hier im Prinzip langlaufen, kann hier einmal im Kreis auf und dort hinten wird eine Ecke sein.
Genau hinter dem Nether-Portal wird eine Ecke sein, wo halt die Abgrenzung ist. Und da hast du hier im Prinzip einen Raum, wo du langlaufen kannst. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob man im Nether noch irgendwelche anderen Farmen bauen kann. Sonst würde ich sagen, wir könnten hier in die Mitte irgendeine heftige Farm bauen. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, ob es überhaupt andere Farmen im Nether gibt, die man noch bauen kann, außer die Zombie-Pigment-Farm und die Wither-Skeletten-Farm. Mir würde jetzt auch keine einfallen, die ohne Wasserströme funktioniert. Doch vielleicht eine Kaktus- oder Melonenfarm, das würde mir gerade noch in den Sinn kommen, aber der Rest... Oder sonst eigentlich nichts. Ja, und wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das hier überhaupt so machen werde, dass wir... Naja, wie soll ich sagen, dass wir die Kisten bis hier ziehen, weil ich glaube, das wird bei mir, also bei meinem PC, zu extrem Lags führen. Ich habe jetzt gerade... was? Ich habe gerade mal 90 FPS hier? Jo. Also ich weiß nicht, was hier geladen wird, aber ich habe gerade mal 90 FPS und hier steht gerade mal... Ich stehe gerade mal 4 Reihen von wahrscheinlich über... Von wahrscheinlich über 40, die wir bauen könnten... Die ich aber nicht bauen werde, weil das würde echt zu extremen Rucklern führen. Und ich will ja auch, dass das Projekt für euch ansehnlich bleibt und nicht, dass ich hier Todes-Lags habe. Hier um die Ecke kann ich ja eigentlich keine Kisten setzen, weil es einfach nicht passen würde, so vom Platz halt, ne? Vielleicht bauen wir hier irgendwo einfach irgendwelche Farmen oder so hin oder setze irgendwas anderes in die Ecken, keine Ahnung, ein Eisengolem oder so, ein Glas, der hier drin hockt. Aber ich denke mal, da bin ich kreativ genug, da ich mir da irgendwas einfallen lasse, was auch natürlich gut aussehen wird. Hoffentlich. Ja, weil das Ding ist, also so viel kann ich hier definitiv nicht durchziehen. Das wird von den Lags einfach her zu viel, wenn wir das da drüben auch noch haben. Wenn die ganzen Kisten hier durchgehend geladen sind, dann wird das hier richtig, richtig krass ruckeln. Und darauf habe ich eigentlich echt gar keinen Bock. Ich würde sagen, keine Ahnung, bis hier kann man gehen. Da hätten wir hier 1, 2, 3, 4 Abteile. Da hätten wir 4 Abteile, da 4 Abteile, da 4 Abteile. Das macht dann insgesamt 16 Abteile. Und vielleicht können wir auf der Seite, keine Ahnung, nochmal 2, 3 Stück bauen. Oder hier einfach nochmal 4, 5 Stück. Und dann müsste das eigentlich auch passen, so vom Volumen her. Ich meine, guck mal, das sind 16. Das sind, wenn wir hier noch 5 bauen... Sind das 21 A21 Kisten? Heißt, das sind 441 Doppelkisten, die, also wenn die voll sind, dann haben wir echt so viel Stuff, dass du das nicht mehr beschreiben kannst. Vor allem, weil das ja alles sortiert wird, wird es ja auch nicht so leicht voll. Obwohl, guck mal, einfach schon voll die Doppelkiste. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, das sind 6 Stacks Gold. Ja, moin. Okay, dass sie so schnell voll wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, aber was ich jetzt definitiv noch machen werde, ist einmal das Portal hier. Kann ich das Portal nicht theoretisch einfach noch ein paar Blöcke hierher setzen irgendwie? Können wir das so ein paar Blöcke verschieben, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen auf unser Main-Portal hat? Wisst ihr, dass wir einfach das hier hinsetzen oder so? Oder hier hin? Das ist hier jeder Block, den ich nicht weit rennen muss, der zählt. Dann mache ich mal zu Testzwecken hier ein Portal, zünd das mal an und gehe da mal rein und guck mal, wo wir rauskommen. Oh, spannend. Ja, wir kommen immer noch in unserem Portal raus. Ich mache das jetzt so lang, bis ich irgendwo anders rauskomme. Ich werde das Portal so lang umsetzen. Wirklich so lang, bis ich es komplett ausgereizt habe. Oh, ich hoffe, das funktioniert jetzt schnell mit dem Hochbuggen. Ich habe echt keine Lust, dass ich da wieder 10 Minuten sitze. Ich saß die letzten Male da immer 10 Minuten dran. Das hat immer so ewig gedauert. Ja, ja, lol. Es war locker entspannt. Das waren nicht mal 10 Sekunden gefühlt. So, Leute, eine Sache muss ich jetzt aber noch machen. Eine Sache muss ich noch machen und das sind diese Kisten. Ihr regt mich so auf. Ja, mein Leben regt mich auf. Oh mein Gott, wäre ich jetzt schon wieder runtergefallen. Ich wäre ausgerastet. Ich muss die Trichter noch ordentlich machen. Das stört mich sonst, dass die auf der anderen Seite sind, aber so richtig stört mich das. Das fuckt mich sonst richtig, richtig krass ab. So, jetzt aber hier mal auf der richtigen Seite kommen. Das sind jetzt die letzten paar. Das muss jetzt wirklich die richtige Seite sein. Wenn nicht, heul ich. Und dann gehen wir hier mal... Oh nein. So, ich muss hier kurz mal irgendwie wegkommen. Dann wird alles, was da reinkommt, in die geleitet. Cool, es ist einfach... Hä? Okay, es ist einfach direkt weg. Entspannt. Und dann... Sieht das nämlich auch alles endlich passend aus. Es ist alles okay, alles super. Und wir sortieren, denke ich, immer noch Goldklumpen, ne? Ja. Okay. Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge könnt ihr drauf gespannt sein. Ich werde hier wahrscheinlich jetzt zwischen den Folgen sogar eine ganze, ganze Weile, also richtig, richtig lange AFK stehen. Kann passieren, Leute, dass ich die... Also ich werde nicht ohne euch die das System hier weiterbauen. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Aber es kann passieren, dass ich die Kisten, die hier sind, einmal aufstocke. Beziehungsweise,
ich das Lagersystem einfach abkapsel dort oben, dass ich einmal den Trichter abbaue, weil das System sich komplett verstopft oder sowas. Ich weiß noch nicht, was passieren wird. Und jetzt werde ich nochmal zum Abschluss der Folge, nachdem wir heute alles geregelt haben. Und jetzt werde ich einmal gucken, ob dieses Portal hier funktioniert, weil wenn das Portal funktioniert, wäre das schon echt heftig. Aber ich denke, wir werden an einer komplett falschen Stelle rauskommen in der echten Welt, oder? Ja. Nee, Leute, aber ich würde damit sagen, ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Wo ich euch dann nicht vergesse, ich zeige euch dann das Sortiersystem und wie es sortiert hat. Ich bin da selber, um ehrlich zu sein, echt saugespannt drauf. Ja, bis dann und ciao.